Ja, ist schon ein recht ödes und ruhiges Gelände, die Theresienwiesen zwischen den großen Festen. Für mich strahlt dieses Gelände immer so eine gewisse Melancholie aus, schreit förmlich nach Geschiebe und Gedränge, wie man es heute vom Oktoberfest her kennt, wenn sich 6,5 Millionen Menschen über die Theresienwiese drücken. Nur in dem Jahr 2020, da fällt die Wiesen aus, es hat sich rumgesprochen und es ist auch richtig so, denn rauschhafte Dionysien, ein Loslassen kann man nicht feiern unter Kontrolle und mit Abstandsregeln, das macht keinen Sinn. Und so wird es in dem Jahr besonders einsam werden für die Bavaria. Aber die Bavaria ist einiges gewohnt und schaut nicht zum ersten Mal auf eine leere Theresienwiese. Vor 170 Jahren ist die Bavaria fertiggestellt worden, 1850, auf dem Oktoberfest natürlich. Und es gab für die Fertigstellung der Bavaria einen großen Festumzug. Alle Münchner Handwerker, alle Gewerke, alle Zünfte waren dabei, Blasmusik. Und der Festredner, der pries König Ludwig I. als den großen Kunstmonarchen. Wobei, der Gepriesene war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr König, denn 2 Jahre vorher war die Revolution und die hat ihn ja vom Thron gefegt. In der Zwischenzeit hatten sich die Gemüter wieder beruhigt und so konnte man 1850 eine große Veranstaltung machen mit Ludwig I. und seiner Gemahlin Therese von Sachsen, nach der ja das ganze Gelände hier benannt ist. Doch ein paar Jahre später, 1854, war es nimmer so lustig. Da musste das Oktoberfest abgesagt werden, denn dann kamen ziemlich triste Wochen. Das war die Cholera-Epidemie 1854. Angefangen hat die Tradition des Oktoberfestes ja schon deutlich früher. Das war 1810, als Kronprinz Ludwig, dessen marmorne Büste von der Ruhmeshalle auf die Theresienwiese herabblickt, als Kronprinz Ludwig die 18-jährige Prinzessin Therese von Sachsen heiratete. Und die Regierungszeit von König Ludwig I., die hat ja dann München wahrlich zur Kunststadt werden lassen. Das Kunstkönigtum Ludwigs I. Man darf sich von der opulenten Pracht der Ludwigstraße und von den Bauprojekten König Ludwigs I. nicht täuschen lassen. Dieser Sommer 1854, in dem die Cholera in München und in Bayern herrschte, der war ein sehr, sehr schwerer Sommer. Allein in München starben 3000 Menschen, in ganz Bayern 9000. Das asiatische Ungeheuer wurde die Cholera genannt, weil sie ihren Ursprung irgendwo in Asien, vermutlich in Indien, hatte. Und man war auch gar nicht wirklich darauf vorbereitet. Die Cholera brach aus, als in München eine große Industrieausstellung stattfand. Und dann wurde alles natürlich abgesagt. Der Kunstmaler Wilhelm von Kaulbach schrieb in einem Brief, dass die Straßen wochenlang verödet waren, dass alle Gasthäuser und Biergärten geschlossen waren. Und er beschrieb die Spinnweben, die vor den Industrieausstellungen und an den Kunstmuseen zu finden waren. Sommer 1854. Das prominenteste Opfer der Cholera-Epidemie 1854 war sicherlich Bayerns Königin Therese, die Gemahlin Ludwigs I. Therese war aus Aschaffenburg zurückgekommen nach München und hat sich dann noch im Oktober 1854 mit der Krankheit angesteckt. Therese war Mutter von 8 Kindern, darunter der nächste bayerische König Maximilian II., darunter König Otto von Griechenland, darunter Luitpold, der spätere Prinzregent. Die Beisetzung von Therese fand dann in der Theatinerkirche statt, allerdings unter ganz bescheidenen Umständen. Und das hatte nichts mit Quarantäne und nichts mit Hygiene zu tun, sondern das war einfach ihrer evangelischen Religion geschuldet. Der Protestantismus setzte die Regeln für eine sehr zurückhaltende Beisetzung. Eine Konsequenz aus der Cholera-Epidemie 1854 war der Bau des Münchner Kanalisationssystems und der Wasserleitungen. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Max von Pettenkofer
Und unter der Bauanweisung von Ritter Arnold von Zenetti hat man das für ganz München durchgezogen. Und als man fertig war, entstand der Wittelsbacher Brunnen nach den Entwürfen von Adolf von Hildebrandt. Überhaupt hat man sich nach der Choleraepidemie wieder sehr rasch erholt. Wenige Jahre später hat Richard Wagner seine Triumphe in München gefeiert. 1865 hob sich der Vorhang im Münchner Nationaltheater erstmals für Tristan und Isolde. Paul von Heyse erhielt den Literaturnobelpreis, den ersten deutschsprachigen Literaturnobelpreis. Der Franz von Lenbach malte in München, der Ludwig Ganghofer schrieb und Karl May kam immer wieder in die Stadt, wo seine wohl größte Fangemeinde angesiedelt war. Das Kulturleben war groß, gerade hier am Lenbachplatz und am Stachus. Aber nicht nur die Musik, nicht nur die Literatur, nicht nur die Malerei blühten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so richtig auf in München. Vor allem auch die Technik feierte Triumphe. Hier im alten Botanischen Garten am Stachus stand eine große Halle aus Stahl und Glas. Das war der Glaspalast für Industrieausstellungen. Als der eingeweiht wurde 1854, war es genau der Sommer, in dem die Cholera ausbrach und dann musste zunächst alles abgesagt werden. Was aber den Triumph der Technik nicht stoppte. Wenig später wurde in München die Technische Universität gegründet. Der Oskar von Miller als junger Ingenieur organisierte und schaffte die erste Fernübertragung von Strom. Und dann kam natürlich der Bau des Deutschen Museums als Palast und als Schlossanlage für das technische Jahrhundert. Triumph der Kunst und Triumph der Technik parallel in München. Gibt es einen entzückenden, idyllischen Künstlerfriedhof. Das ist der Künstlerfriedhof von St. Georg. Und in St. Georg sind namhafte Münchner Filmproduzenten, Literaten, Schauspieler bestattet. Eine meiner Favoriten-Schriftstellerinnen von München ist Annette Kolb. Auch Annette Kolb hat hier in Bogenhausen ihre letzte Ruhestätte gefunden. Annette Kolb ist in München zur Welt gekommen und Annette Kolbs Geburtshaus war unweit des Glaspalastes am Stachus. Ihre späte Zeit hat sie dann in Bogenhausen verbracht und sie hat die Prinzregentenzeit in ihren Romanen beschrieben wie kaum ein zweiter Schriftsteller. Sie hat vor allem definiert, dass München als Kunststadt etabliert war, dass der Künstler war, der regierte. Und, so schrieb Annette Kolb, man liebte den Künstler doppelt, wenn er ein Kavalier war. Und da gab es in München große Künstler, die als Kavaliere und als Kunstmonarchen auftraten. Der bekannteste in Bogenhausen, Franz von Stuck. Vielleicht der namhafteste, der berühmteste Künstler in München um 1900, das war Franz von Stuck. Franz von Stuck hat als junger Künstler, Akademieprofessor, auf der Pariser Weltausstellung die Goldmedaille für das international beste Möbeldesign gewonnen. Das war sein Durchbruch. Er konnte sich eine opulente Villa in München bauen und die wurde zum Mittelpunkt der Münchner Gesellschaft schlechthin. Und ob Franz von Stuck oder Franz von Lenbach, ob Karl von Piloty, der Gabriel von Seidel, der Wilhelm von Kaulbach, wie alle Künstler auch hießen, sie alle folgten einer Schönheits- und Kunstauffassung, die niemand anders definiert hat als Ludwig II., der Märchenkönig, dessen Denkmal sich ebenfalls in den Bogenhauser Maximiliansanlagen befindet. Ludwig II. Hat nicht nur seine drei Märchenschlösser gebaut, er hat nicht nur den Wintergarten auf der Münchner Residenz gebaut. Der Ludwig II. Plante gemeinsam mit Richard Wagner und mit Gottfried Semper ein enorm großes Opernhaus für München in Bogenhausen, genau an der Stelle, wo wir uns jetzt in den Maximiliansanlagen befinden. Es gab einen Ortstermin, Richard Wagner, Gottfried Semper, Ludwig II. Zur Besichtigung dieses Grundstücks. Verwirklicht wurde der Bau nie, das waren Kostengründen, die dagegen sprachen. Und Ludwig II. Hat den Ausdruck geprägt, Schönheit um der Schönheit willen, zwecklos das Schöne. Und diese Kunst und Kultur um der Schönheit willen prägte die ganze Gesellschaft der Prinzregentenzeit. Das vielleicht
aufregendste, spektakulärste Bauprojekt König Ludwigs II. Existiert gar nicht mehr. Das war der Wintergarten am Dach der Residenz. Der Wintergarten war eine Art gigantische Bahnhofshalle aus Stahl und Glas mit einem tropischen Garten und sogar einem schiffbaren See. Die schönste Schilderung dieses Wintergartens überliefert die spanische Bourbonenprinzessin Maria de la Paz, die einen Termin im Wintergarten wahrnehmen durfte als junge Frau. Und Ludwig II. Hat ihr zum Abschied einen großen Rosenstrauß überreicht. Und als Maria de la Paz viele Jahre später, 1946, auf Schloss Nymphenburg stirbt, da hatte sie sogar noch die getrockneten Blumen aus dem Wintergarten. Doch in der Zwischenzeit waren Weltkriege, Währungsumbrüche, Revolutionen und Seuchen über München hinweggegangen. Und da lag die gute alte Zeit schon ziemlich lang zurück. Und weil die Misere vom Ersten Weltkrieg noch nicht genügt hätte, weil die Revolutionsgeschehnisse von 1918 noch nicht ausreichen, kam dann im Sommer 1918 nur die spanische Grippe dazu. Die spanische Grippe hat ein Ausmaß gehabt, das können wir uns wahrscheinlich trotz unserer Situation gar nicht vorstellen. Bei der spanischen Grippe waren die Hauptleidtragenden die 20- bis 40-Jährigen. Allein in München und in Bayern sind an der spanischen Grippe 20.000 Leute verstorben. Quarantäne- und Hygienemaßnahmen gab es damals überhaupt nicht. Das Oktoberfest ist natürlich ausgefallen. Übrigens hat man auch bei der spanischen Grippe schon Schutzmasken im Gesicht getragen, um sich vor Ansteckungen zu schützen. Und trotzdem hat es dann das Oktoberfest immer wieder geschafft, zurückzukehren, haben die Münchner wieder zu ihrer Gemütlichkeit und zu ihrer Geselligkeit zurückgefunden. Und deswegen werden auch die Bavaria im nächsten Jahr wieder auf ihre Münchner runterschauen können. Nur in dem Jahr, 2020, da wird es halt ziemlich einsam sein. Es sei denn, wir nutzen die Zeit für einen Urlaub daheim. Wir besuchen die Bavaria, wir schauen die Ruhmeshalle an. Denn es gibt reichlich zu entdecken und ich darf mich freuen, wenn Sie Lust haben und dabei sind. In diesem Sinn wünsche ich alles Gute und freue mich auf den Sommer 2020 mit ruhigeren Programmen in München.